Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7, meine lieben Freunde. Wir spielen weiter, das Flackern müssen wir kurz ertragen, das ist die Mod, bis es sich fängt, das dauert immer ein bisschen. Und dafür sieht es dann umso schöner aus. So, wir betreten hier dieses zauberhafte Winterdorf, ne, Schneedörfchen. Wunderschön, aber wirklich schön. Also ich finde wirklich, es ist schön designt. Das hat man halt so tatsächlich damals nicht gehabt. Das da zum Beispiel, hätte ich damals nie erkannt, was das soll sein. So, das ist ein Schneeschieber. Man muss irgendwie logisch ist, ne? Was steht da? SDR-Stärke, oder was? Ja, jetzt habe ich ein paar Tage mal nicht gespielt. Ein paar andere Sachen machen musste und getan habe, aber weiß noch, wo wir sind, so viel Zeit ist nicht vergangen. Was hat er gemacht? Ja, ich habe Indica gespielt und Motorradfahren, weil das Wetter natürlich dementsprechend schön ist, dann muss man das ausnutzen. Mein Junge verletzte sich gleich, als wir hierher zogen. Ich hätte ihm kein Snowboard kaufen sollen, ja? Na, wisst ihr, was ich meine? Das muss man nutzen. Ausnutzen. Schönes Wetter draußen. Man, nicht nur Motorrad, von allgemein auch draußen so unterwegs, bitte. Ja. Das gehört dazu. Hm. Okay. Ja, ich glaube, hier müssen wir dann noch was tun. Nächstes Mal wieder noch größer. Es ist fast fertig. Oha, da gibt's Objekte. Heldendrank. Impfstoff. Ist Heldendrank? Das muss ich jetzt schauen. Heldendrank. Ich weiß, im Final Fantasy 8, glaube ich, war das. Da gibt's den auch. Und da mochte ich dann für Zeit unverwundbar. Jetzt weiß ich aber nicht, wie der hier wirkt. Verstärkt Statuswerte im Kampf. Oder was? Statuswerte? Aber ich glaube, der Heldendrank hat für gewisse Zeit unverwundbar. Und irgendwas. Oder hat er auch die Werte verstärkt? Ich weiß es nicht. Wir werden es aber irgendwann herausfinden, weil wir werden Final Fantasy 8 natürlich auch spielen. Ein Mann zog vor 20 Jahren los und ist noch nicht zurück. Er müsste jetzt am Fuße der Geiersklippe Klippen sein. Die sind auf der Karte markiert und funktionieren als doppelt. Ich habe gehört, der Alte ist ein erfahrener Bergsteiger. Man sagt, er kennt jede Ecke des großen Gletschers. 20 Jahre ist hier Mann schon weg, der kommt aber denke ich nicht mehr. Ne? Es ist fast unmöglich, die Nordgrenze ohne Karte zu erreichen. Falls du dahin willst, nimmst du besser die Karte an der Wand damit. An der Wand. Die. Schau die Karte an. Wir können sie mal angucken. Ja, das ist eine tolle Karte. Schlüsselobjekt Gletscherkarte. Er hat es uns ja angeboten, ne? Deswegen nehmen wir es mit. Was ist denn das da? Das erinnert mich an Resident Evil 7. Die Dinger da, wo diese komischen Mole Rats, oder na, wie heißen die? Molder, da rauskommen. Oder wie die heißen, die Gammligen. Irgendwie muss ich da dran denken. Dann ist das da hinten das Inn. Müsste hier nicht noch irgendwas passieren? Ich glaube, die Turks müssten auftauchen. Was gibt's? Waffen? Opa, wach auf, wir haben einen Kunden. Oh, willkommen. Schön, dass du gekommen bist. Ein Organix. Das kann nix. Organix. Es hat bestimmt mehr Slots, das ist klar. Aber im Moment werde ich das nicht nehmen. Da brauchen wir auch nichts herumtun. Rotes von der Frostaxt. Solange es Schwäche ist, Lasser weiß ich gar nicht, ob wir nicht eh haben. Ich. Was haben wir da? Adlerauge. Arschle, okay. Na dann. Lass mal es liegen.
Lass mal liegen. Sind wir zurzeit besser ausgestattet? Das ist auch schön. Ah! Ich weiß schon wieder. Haben wir das da? Das Boot? Ja, da werden wir jetzt einiges noch erfahren, zusätzlich. Ich glaube, kann man hier schon starten. Video abspielen. Der Beginn. Kamera bereit. Nun, Infallner, erzähl uns von den Setra. Infallner, wenn es euch ein Fallen ist, kann ich es verstehen. Infallner ist, nein, so nennt sich ja die Mutter von Eris. Wäre jetzt aber ein großer Zufall bei diesem seltenen Namen, dass das jetzt dann, ne, nicht ihre Mutter wäre. Also ich kann schon mal vorweg sagen, das ist die Mutter von Eris. Deshalb, ne, soll sie auch von den Setra erzählen, weil, wie gesagt, wie viele Zufälle gibt es, ne, vom alten Volk. Infallner der Name und. Ne, Infallen ist er mal nicht, also gut. Eris Mutter. Es ist halt nur die Frage, ist sie zu dem Zeitpunkt schon schwanger oder nicht, ne? Lass uns überraschen. Vor 2000 Jahren vernahmen unsere Vorfahren, die Setra, die Schreie des Planeten. Die Setra am Knowles Pole fanden die Planetenwunde als erste. Sag, Infallner, wo liegt Knowles Pole? Die Gegend hier nannte man Knowles Pole. Die Setra lasen dann den Planeten. So. Infallner, was ist überhaupt Planetenlesen? Das ist schwer zu erklären, so eine Art Konversation mit dem Planeten. Er sagte, es sei was vom Himmel gefallen, das eine enorme Einschlagstelle verursacht habe. Tausende Setra wollten gemeinsam den Planeten heilen, aber die Wunde war so tief, dass er sich über die Jahre nur selbst heilen konnte. Hat das alte Volk, ich meine die Setra, spezielle Kräfte, mit denen sie den Planeten heilen? Nein, es ist keine spezielle Kraft. Die Lebenskraft aller Lebewesen auf diesem Planeten wird zu dieser Energie. Die Setra bauten das Land an, um die lebenswichtige Energie zu erhalten. Sogar hier, so nahe bei der Nordhöhle, schmilzt der Schnee nie. Liegt das daran, dass hier die Energie des Planeten für seine Heilung konzentriert wurde? Ja, die Energie zur Heilung des Planeten verdorrte erst das Land und dann den ganzen Planeten. Der Planet wollte, dass die Setra Knowles Pole verlässt, aber... Infallner, lass uns eine Pause machen. Es geht schon. Gerade als die Setra das geliebte Land verlassen wollten, dann erschien etwas. Es sah aus wie unsere toten Mütter und unsere toten Brüder. Sie zeigten uns Geister aus ihrer Vergangenheit. Wer ist die Person, die bei der Nordhöhle auftauchte? Kam der, der den Planeten verletzte, hatte auch Krise des Himmels. Kam er, der den Planeten verletzt hatte, auch Krise des Himmels genannt. Erst war er freundlich, dann täuschte er sie und infizierte sie. Die Setra wurden vom Virus befallen, wurden verrückt und wurden zu Monstern. Danach tat er dasselbe mit anderen Setra-Clans. Er infizierte diese auch mit dem Virus. Du siehst müde aus, Schluss für heute. Weapon. Infallner, weißt du was über die sogenannten Weapon? Ja, Professor. Jene, die du anfangs für eine Setra hielst, hieß Genova. Sie ist die Krise des Himmels. Der Planet wusste, dass er die Krise des Himmels zerstören musste. Denn solange sie lebt, kann der Planet nicht komplett heilen. Weapon war eine Waffe, die der Planet selbst schuf? Ja, aber es gibt keine Indizien, dass Weapons eingesetzt wurden. Ein paar überlebende Setra schlugen Genova und sperrten sie ein. Der Planet schuf Weapons, doch sie wurden nicht eingesetzt.
Das bedeutet, Weapon gibt's auf dem Planeten nicht mehr. Die Weapons sind nicht zu deaktivieren, sie ruhen irgendwo. Obwohl Genova gefangen ist, kann sie wieder erwachen, irgendwann. Der Planet ist noch nicht völlig geheilt, er behält sie im Auge. Wo ist Weapon? Ich weiß nicht, ich kann die Stimme des Planeten nicht gut verstehen. Die Zeiten haben sich geändert, der Planet beobachtet diese Lage sicher genau. Danke, Infaller, das genügt für heute. Vertraulich. Tochter, 10 Tage alt. Schatz. Ich will es auf sein, aber der Rekorder funktioniert nicht richtig. Was nimmst du denn auf? Habe ich irgendetwas noch nicht erzählt? Nein, nicht das. Ich möchte meine Tochter aufnehmen. Wenn sie schläft, sieht sie wie ein Engel aus. Erst denken wir uns einen Namen aus. Das Video kommt später. Ich habe schon entschieden. Ist es ein Mädchen, heißt sie Eris. 100 Pro. Du bist so ein Ego, aber Eris ist doch ein schöner Name. Ein schöner Name, nicht schlecht für den Schlüsselkopf. Ah, er hat ihn vorgeschlagen. Okay, Entschuldigung, ich weiß es ja nicht. Okay, oh, der Videofilm. Schon wieder Video? Hast du doch schon. Bitte sag das nicht so. Es ist unsere liebe Tochter, deine und meine. Willst du ihre Kindheit nicht auf Video festhalten? Wenn du sie weiter so verwöhnst, wird sie nicht stark. Eris ist anders als die anderen Kinder, welche Gefahren worauf sie warten. Sag das nie wieder. Ich werde dich und Eris beschützen, komme was wolle. Eris und du seid das Wichtigste für mich. Ich werde euch nie verlassen. Liebling, jetzt geht's mir schon besser. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, ich... Es war schwierig umarmen. Wer könnte das schon? Ich war gerade dabei. Oh, verflixt, da will man einmal und dann wird schon das zweite Kind morgen. Wer stört uns zu dieser Stunde? Ich schick sie weg. Ja, sofort. Seltsam. Sie sind's. Ich habe dich gesucht, Infallner. Oder soll ich Cedra sagen? Lang nicht gesehen, Professor Gast. Hojo, woher wusstest du? Es war schwer, sie zu finden. 2 Jahre habe ich auf das Versuchsobjekt gewartet. Ein neues Versuchsobjekt? Meinst du Eris? Eris, ein hübscher Name. Das war's, ich trenne mich von Shinra. Hojo, bitte geh. Bitte, Eris hat nichts damit zu tun, ihr wollt doch nur mich, Infallner. Ich brauche euch alle für mein Experiment. Das kapieren Sie doch. Kapieren Sie, Professor, oder? Wir können die Zukunft des Planeten ändern. Schon gut, Infallner, ich bereinige das. Immer ruhig, dass bloß mein Versuchsobjekt nichts passiert. Was für eine komische Kamera. Wache, zerstör sie. Sei vorsichtig. Was tun Sie, Professor? Infallner, bring Eris schnell weg. Mein Liebling. Ja, vergesst das Kind nicht. Ein Video? Das alte Volk? Weapon? Eine Fundgrube. Danke, Professor. Öha.
Okay, und jetzt wissen wir auch, wer der Vater von Nerys ist. Professor Gast, den hat Sephiroth auch schon erwähnt. Und... ja, wie soll man sagen? Ja, er ist halt, der hat halt für Shinra, war halt tätig. Und ist halt der Vater von Eris. Und jetzt wissen wir auch, wie das dann Ganze zustande gekommen ist. Im Fallen ist dann mit der Tochter sozusagen geflohen. Turbo-Ether. Ich weiß gar nicht, ist da sonst noch was? Das blinkt so eigenartig. Aber es sieht jetzt nicht mehr danach aus. Jetzt haben wir ein bisschen was über Eris Geschichte erfahren, beziehungsweise über ihre Eltern, wer sie sind. Man, in Fallner wusste man ja. Über ihren Vater wusste man nichts. Wobei, über den Vater, man erfährt jetzt auch nicht so groß bei mehr, ne? Also. Das bleibt alles ein bisschen ein Mysterium. Von Eris werden wir es nicht mehr erfahren können, die hat das Zeitliche gesegnet. Hast du von den buckligen Hügeln der Stadt gehört? Aber man sagt mit der Aufstieg ist verboten. Der sitzt da oben ohne. Na toll, so eine weite Reise und dann das. Wir sind von der Costa de Sol extra hier zum Snowboarden. Jetzt reisen wir wieder ab. Deshalb sitzt der da oben ohne. Was ist das? Geh nicht zu nah ran, sonst verbrennst du dich. Was denn, dafür habe ich jetzt dann minutenlang warten müssen. Restroom. Was ist los mit dir? Du machst mich krank. Ach ja. Wenn du weiter in Richtung Norden gehst, kommst du an einen Riesenkrater. Irgendwas Gigantisches muss da vor langer Zeit vom Himmel gefallen sein. Wollt ihr in den Norden ziehen? Habe ich vor. Naja, wenn du an dieser Stadt vorbei willst, brauchst du eine Karte. Vielleicht ist noch eine in Holzhofs Haus. Er war früher Bergsteiger. Da kriegen wir den Hinweis. Er wird sich wahrscheinlich verlaufen und erfrieren. Egal wie gut er ausgerüstet ist, da draußen ist er. In der Eiseskälte gebe ich ihm höchstens 2 Tage. Jemand soll zum großen Gletscher im Norden aufgebrochen sein. Was für ein Idiot. Will er etwa zur heißen Quelle? Das dürfte unser Freund sein. Weißt du, was eine Cedra ist? Was war mit der Cedra? Ach, das gleiche wie mit dem alten Volk. Ja, in dieser Stadt lebte vor vielen Jahren eine. Sie hieß Infallen und wusste über vieles Bescheid. Was meinst du da? Ich hörte, sie wurde von den Shinra entführt und irgendwo hingebracht. Shinra und das alte Volk, da stimmt was nicht. Ich habe gehört, beim großen Gletscher gibt es eine Schneefrau, die warme Quellen hasst. Aber ich glaube, das ist nur ein Märchen, um Besucher abzuschrecken. Okay. Die heißen Quellen, ja, dann müssen wir schauen, ob wir die finden. Dann werden wir auf jeden Fall ruhen. Wenn wir dürfen. Heute ist es kälter als sonst. 200 Gil, jo. Gute Nacht. Bisschen schlafen kann nicht schaden. Ja, ich würde mir oben noch umschauen, wie es oben aussieht. Ah. Schöne Aussicht zumindest. 200 Gil. Und der X-Trank. Ist nur leuchtend sehen da in der Ecke. Also 200 Gil haben wir bezahlt. X-Trank haben wir bekommen. Gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube da hinten kriegen wir dann den Hinweis. Nein, nicht! Ab da wird es gleich ganz steil. Es ist gefährlich, ich bitte geh. Geh nicht. Ich gehe trotzdem. Ich wollte nur nett sein. Was zum... sind das für Leute da? Sieht nach Ärger aus. Oh. Elena! Achso, da sind sie, schnell! Elena! Ja!
Klaus! Lass dich nicht weitergehen. Und was gibt's dort? Es ist ein Geheimnis. Ist doch egal, du hast ganz schön Nerven, meinen Boss so aufzumischen. Du meinst den Boss Zeng? Das waren wir nicht, das war Sephiroth. Nein, mich kannst du nicht verarschen, Lügner. Nicht gelogen, das war Sephiroth. Du bloß nicht so unschuldig. Das werde ich nie vergessen. Oh Mann. Zu reden hilft wohl nicht. Ich muss es dir einprügeln. Nur du und ich. Schon gut, ich werde mit ihm fertig. Wer nicht hören will, muss fühlen. Was? Ja? Warum hast du dich nicht geduckt? Den großen Gletscher packen die nicht. Bring sie in ein Haus im Dorf. Hey, ich hab auf. Das ist geil. Da steht ausweichen, wie, was, dies, das, Alter. Top. Hat super funktioniert. Egal, es ist eh Wurst. Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Nie. Weil das einfach irgendwie nie klappen möchte. Es möchte nicht funktionieren. Ganz komisch. Ich habe mich am Snowboard verletzt und nun kann ich eine Weile nicht raus. Hey, ich geb dir mein Board. Sag Bescheid, wenn es klappt. Schlüsselbeck Snowboard. Okay. Jetzt geht's rund, Freunde. Action! Warum hast du dich nicht geduckt? Ja, ich hab gedrückt. Das hat nur. Sei vorsichtig, hat nur nichts gebracht. So, und damit haben wir das nächste Minispiel. Dann haben wir beim Gold Sosa, denke ich, glaube ich, noch ab, bald alle freigeschalten. Geht es so? Ist ja gut, dass nichts beschrieben ist. Ja, Alter, wieso bremst dann immer so behindert? Schau, ich will. Das bringt mir vor, weil er immer. Ist. Weiter mit dem Steuerkreuz machen, ist besser. Tja, weil er immer den Move so um mich macht, schon, dass er sich in die Kurven, so wie da hier so reinslidert, nein, macht er tut in die andere Richtung und das ist halt richtig scheiße. Ich glaube, du kannst da sogar Jumps machen. Irgendwie. Schau, er kann nicht in die Kurven. Nein, er bremst so dämlich. Scheiße. Siehst du, schau, dass er in die Kurven rein. Bremst halt einfach hart ab. Und dann kommst du nicht rüber. Ah. Ja, da hätte ich springen sollen und den falschen Knopf erwischt. Aber jetzt weiß ich, es geht mit hinten auch, okay. Cool. Hat funktioniert, wenn ich nicht daneben gesprungen war. Woo! Das war nice, oder? Woo! Na! Yeah! Yeah! Woo! Daneben. Oh, komm an die Luftballons. Oh, das ist gefährlich. Aber zu viele Bäume. Schau, und er bremst nie in die Kurve rein, dieses dumme Klautschwein. Oh weh. Ja,
Das Bremsen ist, das ist schlimmer, als wie wenn ich einfach gleich reinfahre. Die... Was ist da narrisch? Ja. Ja, das ist gescheit, ich lasse ihn gleich reinrasseln. Nur in die Linkskurven. Da kann ich. Da zahlt es aus zu bremsen. Ja, da war was Gott wo hinten. Oh. Ja, da kommt man wieder nicht zwischendurch. Ist ja klar. Man verstehe. Ist irgendwie realistischer, ne? Das hat funktioniert! Ja, ich hab sie. Warum bremse ich? Verstehe es ja selber nicht. Das ist halt einfach so die Reaktion. Jo! Freilich. Wenn mich einer erwischt, erwischt mich der Rest natürlich auch gleich. Ja, der baut ein Iglo da mitten hin. Sei mal nicht böse. Alter. Wer rechnet mit sowas? Okay. Das heißt, wir springen da raus. Irgendwo landen wir tatsächlich. Sittlichkeit. Wir haben es irgendwie geschafft. Geht's euch allen soweit gut? Ich will aber so helfen. Nein, ich halte das nicht aus. Also, wo sind wir gelandet? Sieht aus, als wären wir ziemlich weit gesprungen. In solchen Situationen brauchen wir die Karte. Ist es kalt? Wir frieren, wenn wir noch länger hier bleiben. Ja, und wo sind wir? Die Sache ist, hier kann man irgendwie, glaube ich, auch an ein Ding kommen. An eine Beschwörung kann man hier bekommen tatsächlich. Wenn man irgendwie den richtigen Weg findet. Man hat halt nur bedingt Zeit, hier sich umzusehen und herumzubauen, weil die dann wirklich mal umkippen. Yeah! Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Ich weiß das auch nicht mehr genau. Ich weiß, dass es das gibt, ich weiß. Da kommt man irgendwie zu so einem heißen Quellen. Da muss man dann mal reingreifen. Aber es ist verdammt schwierig, weil ich... Riecht nach Ärger. Sekunde noch. Schwinden wir. Okay. Ja, muss man mal verstehen. Kann man da wieder zurück? Dann ist man wieder hier, gell? Okay. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Können wir uns nochmal umschauen. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Man kann hier irgendwie was finden. Oder sind die Monster? Ja, die dürften ja das große Problem sein. Naja. Die nächsten Waffen dürften wir schön reinhauen. 41. Bin ich schon gespannt, was wir als nächstes kriegen. So, jetzt sind wir wieder hier. Der kann mich gar nicht erringen. Okay, das war Gegenangriff, super. Heilung 3. Boah.
Nicht schlecht, ja. Sehr gut. ...1500 nehmen wir gern mit. Irgendwie müssen wir jetzt schauen. Vielleicht finden wir die Quelle an. Wäre super. Das könnte sein. Und dann müssen wir das irgendwie berühren. Ich sehe das schon, ich weiß es nicht. Aber ich hab's nicht berührt, da muss die Quelle erst berühren. Kalter Atem. Ah, oh, danke. Danke. Spring! Ja. Aha. Warte mal, und was ist da drüben? Ist ja auch noch was. Da ist überall was. Das Problem ist, dass es halt zeitbegrenzt. Und ich weiß nicht mehr. Super! Genau, wie das abläuft. Sind das überhaupt nicht diese Quellen? Ich weiß es nicht. Ist es das vielleicht nicht? Ich komme da nochmal zurück, so wie es mir vorstellt. Ich gehe nochmal da drüber. Halt bin ich auch komplett falsch. Das ist nicht mehr irgendwie. Es gibt, glaube ich, den Aufruf Alexander. Das war nicht geplant so. Oh, das hat funktioniert. Keine Ahnung, wo ich jetzt schon wieder bin. Es gibt da so viele Geheimnisse. Im Endeffekt, wenn ich sie nicht erwischt, die Beschwörung, ist es nicht tragisch. Aber ihr wisst, irgendwo ist die zu finden. Das weiß ich nur nicht. Kann man da irgendwo... Ich hoffe, dass man muss das irgendwie... Warte, was ist denn da schon wieder? Das ist ein Mini-Roboter.
Ist das ein Mini-Alexander? Und da nirgends mal was berühren. Sicherheitsbit. Keine Ahnung, was wir jetzt wieder bekommen. Ah, okay. So, Freunde, und verfolgendes, bei mir hat es ein Problem gegeben beim Spielen und jetzt bin ich, man muss sich nochmal snowboarden, also jetzt bin ich woanders gelandet, und zwar wieder irgendwo da jetzt im Wäldchen, weil ich beim Snowboarden da jetzt immer links abgebogen bin. Ah, hier sind wir. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Okay, interessant. Bin also hier gelandet. Eisbohlen, okay. Das heißt, ich könnte mir das Teil dann doch wiederholen. Okay. Dann werde ich das nämlich tatsächlich nochmal in Anspruch nehmen. Oder warum? Was ist denn jetzt los? Hat der vorhin auch so viel ausgehalten? Ich freue mich, dass wir da kriegen. Und der vorher war der nicht so stark, oder? Gut. Und der war schneller hin. Aber dann werde ich nochmal versuchen zu pausieren und dann das nochmal schnappen und dann nochmal weitermachen. Ich denke, das wird das Beste sein. So, Freunde, habe ich es geschafft. Ich habe alles eingesammelt, was ich da wieder wollte. Jetzt machen wir weiter. Schauen wir mal, wie lange ich da noch unterwegs sein kann, bevor die Gruppe mir zusammenbricht. Ich bin gespannt. Naja, der Gegner kann, also gibt es verschiedene, mal haben mehr, mal haben es weniger. Komisch. Komisch, ja. Soll es halt auch geben. Schauen wir mal da drüben raus können jetzt dann. Wo uns der Weg hinführt. Schauen wir, ob das irgendwas bringt. Oh. Schön. Hier sind auch wieder lauter Bäumchen. Aha. Ja, hier ist ein Baum. Okay, dann können wir noch. Nichts. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise haben wir die Karte noch da nicht auf. Kann ich nicht nachschauen. Der Baum. Ja, komisch. Aber ja, das soll es auch geben. Ich
Okay, dann haben wir wieder die gleiche Gegend. Ah, weh, weh. Wohin jetzt? Ich geh da, ich geh einfach da noch oben. Hinauf. Ich geh mal einen Berg hinauf. Kann ja auch nicht schaden. Wenn wir es heute überprüfen. Oh ja, zwei habe ich nicht auf alle da. Den haben wir da nicht. Also er hat ja nichts. Er ist ja einmal rum. Ach dann, das geht so. Cloud hat ja tatsächlich nicht wirklich was im Moment. Diesmal da mal eine andere Waffe ergattern. Und da rauf. Das schaut schön aus. Wenn wir halt irgendwann ankommen. Ja, was ist da? Ah. Okay. Ja, jetzt hat nichts da. Das geht nicht. Komisch. Feuer könnte doch gut sein. Heilung 3. Also, scheiße. Der ist ja brutal, der. Ach, herrje! Lächerlich. Und der lebt nicht mehr, super. Yes! Und nochmal schön an Smoken. Hier machen wir einen Zwischensave. Weiß ich da wirklich nie. Ich schmier's mal wieder ab und dann stehe ich da. Das haben wir schon so viel gemacht. Halt! Da liegt was. Eine Substanz offenbar. Zusatzschlag, okay. Interessant. Das ist der. Ah, berührt. Okay, das ist die Stelle. Eine heiße Quelle. Interessant, ich weiß nur nicht, ob das was bringt. Schnee, soweit man es sehen kann. Ich passe bis auf, wo ich hingehe. Ich werde ein Zeichen aufstellen. Okay. Ah, wo bin ich jetzt wieder gelandet? Das ist ja wirklich komisch. Kommt mir so bekannt vor. Dann muss wieder zurück. Ah ja, schon. Und dann war das ein Blödsinn. Hm. Lauf mal in die Richtung.
lauf halt einfach. Hä? Das sieht jetzt zumindest anders aus, oder? Ja, Eis wäre natürlich nicht so nice. Limit aufgespart für den nächsten Kampf. Okay. Schauen wir mal. Ja, Doris, kipp da mal. Ja, jetzt sind wir sowieso hier. Ich glaube, jetzt werden wir tatsächlich dorthin kommen, wo ich hin hätte müssen, zu dieser komischen Schneefrau-Geschichte da. Aber wie gesagt, ich kann nicht drauf scheißen. Es nutzt dir nichts. Bist du wach? Du bist am großen Gletscher zusammengebrochen. Es ist ein Wunder, dass du noch lebst. Mein Name ist Holzhoff. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Falls du vorhast, nach Norden zu gehen, dann hörst du dir besser meine Geschichte an. Warum gehen wir nicht ins andere Zimmer und setzen uns? Hast du von denen gehört, die sich an den Felsen gewagt haben? Nein. Einer alten Legende nach ist hier etwas vom Himmel gefallen. Es soll das Land nach oben geschoben und den Felsen gebildet haben. Vor 30 Jahren nahmen Jamski und ich es mit den Felsen auf, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Und wir waren nicht vorbereitet. Wir hatten nicht mit so tiefen Temperaturen gerechnet. Im Felsen pfeift stets ein superkalter Wind. Diese Kälte senkt die Körpertemperatur. Jamski war unterhalb von mir, er durchschnitt sein Seil. Ich hab's nicht mal bemerkt. Seitdem blieb ich hier, nehme es mit dem Felsen auf und gebe anderen Bergsteigern eine Herberge und warne sie. Wenn du einen Felsen ersteigen willst, musst du zwei Maßnahmen ergreifen. Das überprüfe deine Route, bei dem Schnee ist der Weg schwer zu finden, okay? Zweitens, wärm dich an den Felsvorsprüngen auf. Verstanden? Du musst nach dieser Kletterei müde sein. Ruh dich etwas aus, bevor du weiterziehst. Okay. Können wir uns mal ausruhen. Schön. Das ist gut. Das ist gut. Und dann werden wir nächste Folge diese Bergwand sozusagen erklimmen. Ob ich mir das andere nochmal antun soll, weiß ich nicht. Das ist sowas nervt. Aber ja, wir werden in der nächsten Folge mal weitermachen. Ich schaue mal, was sich so ergibt. Okay, Freunde? Dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss! In Midgar's shadow, where dreams take flight, a tale unfolds where darkness meets light. Cloud and his comrades, brave and bold, their destinies entwined. A story untold, Final Fantasy VII, a legend to behold in the land of Gaia, where stories are told. With swords and sorcery, they'll fight to the end in a world of wonder where heroes ascend. Sephiroth's shadow, dark and deep, a villainous presence, secrets to keep. Mako's glow in the city's heart, a power to wield, tearing worlds apart. Final Fantasy VII, a legend to behold in the land of Gaia, where stories are told. With swords and sorcery, they'll fight to the end in a world of wonder where heroes ascend. From the slums of Sector 7 to the sky.